Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Kaffee Engelke. Mit allen Sinnen genießen. Jetzt haben wir noch einen weiteren Neuzugang beim VfL6TV zu begrüßen. Julian Wenzel wird als dritter Torwart jetzt zukünftig zu uns stoßen. Du bist von Sachsenrost zu uns gewechselt. Was erwartest du dir jetzt hier in der ersten Saison beim VfL6? Ja, also ich erwarte mir, dass ich auf jeden Fall so viel möglich Spielzeiten bekommen kann, damit ich mich weiterentwickeln kann und natürlich auch VfL weiterbringen kann mit meinen Leistungen und auf jeden Fall sehr viele Spielzeiten bekommen kann. Das heißt, du wirst jetzt die Konkurrenzsituation mit Pinkanelle und Limmer suchen? Genau, definitiv suchen, annehmen und versuchen anzuführen dann. Also ein Ziel für die kommende Zeit wird auch sein, der Stammtorwart hier zu werden? Definitiv, auf jeden Fall. Man konnte dich jetzt vor ein paar Wochen in der Paulaner-App sehen, da hast du gespielt gegen Bayern München. Aus einem Casting von 14.000 Leuten hast du es dann geschafft, in die letzte 111 zu kommen und dann nach München eingeladen zu werden. Jawohl, Junge! Wie war das für ein Eindruck, in der Allianz Arena dann spielen zu können gegen Bayern? Also das Spiel war in Ingolstadt, aber das Spiel war Wahnsinn. Also gegen meine Lieblingsmannschaft zu spielen, gegen Robben, gegen, wer war noch, also Dante, waren alle Neuzugänge waren dabei. Es war wirklich ein Wahnsinnsgefühl. Mega geile Leute sind das, sehr sympathisch. Auf jeden Fall werde ich nie vergessen. Und dann noch vor solchen Leuten zu spielen, vor 14.000 Leuten. War schon eine geile Sache. Du hast gute Kritiken gekriegt. Hattest du auch die Möglichkeit, irgendein Trikot zu ergattern? Oder? Ich habe mir das Trikot von Thomas Müller ergattert. Nach dem 1-0, wo er mich getunnelt hat, ist er nochmal zu mir gekommen und hat gesagt, bei der nächsten Ecke mach die Beine zu. Und dann haben wir gesagt, dass habe ich mir das Trikot klar gemacht von ihm. Und war dann nach dem Spiel noch Zeit für andere Gespräche? Ja, oder? Genau. Nach dem Spiel haben wir noch ein bisschen zusammen gegessen. Und da waren wirklich sehr nett, die Jungs. Kaum arrogant, wirklich sehr witzig. Ribéry zum Beispiel, alles wirklich super Truppe von. Gut, dann wünsche ich dir jetzt in der kommenden Saison hier bei uns viel Glück. Und Dankeschön. Alles klar.